Hallo und willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin inzwischen schon in der Türkei, in Istanbul, denn last try, um mein Visum zu erhalten, gibt es hier. In der Schweiz hat es ja leider nicht geklappt und aber so schnell geben wir nicht auf. 15 Minuten Fußmarsch später bin ich schon hier beim iranischen Konsulat in Istanbul. Dank Stefan, einem Österreicher, der in der Schweiz lebt und im Iran Motorradtouren macht, habe ich das E-Visum erhalten, die Referenznummer. Und ich gehe jetzt da rein und hole mir hoffentlich mein Visum. Eine Stunde später, ich bin wieder vorn heraus. Ich musste mein Handy abgeben, konnte also nicht filmen und berichten. Dann musste ich meine Haare schon bedecken. Und sehr, sehr lange warten, bis man meinen E-Visa-Antrag kontrolliert hat. Und jetzt schickt man mich 50 Euro einzuzahlen in die Bank. Ich muss mich jetzt ganz schnell beeilen, weil die Bank ist nur noch 10 Minuten offen und ich würde es gern heute noch schaffen. Also, wir hören uns gleich wieder. So, Geld ist eingezahlt. Ich bin schon wieder zu Fuß auf dem Weg in das Konsulat. Jetzt muss ich gleich wieder mein Handy abgeben und bin schon gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob ich heute noch mein Visum bekomme oder dann morgen den Pass abholen darf. Ich kann es selber fast nicht glauben, aber hier habe ich mein Visum in der Hand. Mich kann jetzt nichts mehr aufhalten, in den Iran einzureisen. Außer die Nachricht, dass alle Grenzen zum Iran momentan gesperrt sind wegen dem Coronavirus. Aber da ich ja noch vorher zur Sani zurückreisen muss, das wird morgen passieren, und dann die Sani reparieren muss und dann noch den Weg an die Grenze schaffen muss, das wird sicher noch ein, zwei Wochen dauern. Bis dahin wahrscheinlich sind die Grenzen wieder offen, das hoffe ich zumindest ganz, ganz stark. Aber kurzum, es bleibt natürlich spannend, ob ich überhaupt in den Iran einreisen kann. Viele werden sich jetzt denken, Maggie, warum tust du dir das überhaupt an mit dem Visum? Ich habe so vieles Positives über den Iran gehört. Viele Leute sagen, wenn du glaubst, Albanien ist ein gastfreundschaftliches Land, dann reise erst einmal in den Iran. Zusätzlich gibt es ja im Iran unzählige UNESCO-Weltkulturerbestätten. Und da bin ich natürlich immer sehr, sehr interessiert, mir das selber anzuschauen und mir ein Bild davon zu machen. Und das will ich mir jetzt natürlich auf diesem tollen Abenteuer nicht entgehen lassen. Also, Iran, ich gebe nicht auf, ich möchte zu dir kommen und ich hoffe, es funktioniert. Ich bin zurück bei meiner Sani und ich bin super happy, dass es ihr gut geht und dass sie überhaupt noch hier steht. Wir haben heute einiges zu erledigen. Ich muss den Tank anbringen, dann wird das Rücklicht ausgetauscht, damit für unsere Grenzüberschreitung alles bestens vorbereitet ist. Die Guns sind out. Lasst uns starten. Die Halterung ist ein bisschen zu eng, um ein paar Millimeter, um zwei oder was. Ich kriege den Tank gar nicht drauf. Ja, Maggie, hoi, hoi. Sie sind halt ein Mühe dickere, anstatt 1 mm sind 1,5 mm Platte dran jetzt. Und vorher hat man dann, glaube ich, auch so müssen, so ein bisschen von vorne her einfahren. Yes!
20, also das war jetzt echt haarscharf, dass der eine geht, aber er geht eine. Mega geil. Ja, Maggie, wir haben es doch gerne ein bisschen haarscharf, oder? Hä? Wie wir zwei auch sind. Haarscharf. Guten Morgen. Sunny ist beladen. Es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil ich bin ein bisschen aus der Übung. Und ja, wir haben doch noch relativ viel Winterzeug dabei. Die Temperaturen sind spitze. Ich werde jetzt mal probieren, ohne Daunenjacke zu fahren. Jetzt kann es endlich losgehen und ich kann wieder mit der Sunny cruisen. Wie schaut es mit Enghaus? Seid ihr dabei? Einfach ein Traum, mit meiner Sunny wieder vereint zu sein und gemeinsam die Straßen unsicher zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns in 10 Tagen wieder am 20.03. Derweil wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis bald!